Ja, wir gucken das Video an, Chat. Ich habe zuerst die Hamburgs legendärste Absturzkneipe, quasi den goldenen Handschuh rausgesucht. Also eigentlich ihr. Aber ich dachte, das ist ein gutes Intro, wisst ihr? Das geht eine Stunde, man kann ein bisschen chillen, man kommt rein und so. Und let's go. Wo wohne ich jetzt so ungefähr? Das war ein Geheimnis. Mitten auf St. Pauli steht die härteste Mitten aus St. Pauli lebe ich, Bro. Kneipe Wohn da. Deutschlands, der goldene Handschuh. Eine Legende, in der 22 Stunden am Tag Ausnahmezustand herrscht. Und what the fuck, Bro? Was habe ich da gerade gesehen? In der nie zuvor so flächendeckend gedreht wurde. Exklusiv und unzensiert. Sei doch immer geile Weiber. Ey, das war zensiert. Der Ton rau bis zupackend. Stress ist an der Tagesordnung. Der Handschuh ist nichts für Weicheier. Hast du die Lautstärke, Chat? Bis man so Eier hast oder nicht? Was macht den Scheiß im Keller? Macht den Scheiß nicht bei uns. Aber reicht doch eine Ansage oder nicht? Reicht, ne? Einer der übelsten Dankeschön. Stammgäste war dieser Mann, Fritz Honka. Wow. Der Frauenmörder fand hier seine Opfer. Leichte Beute aus dem Trinkmilieu. Heilige Scheiße. Betrieben wird der Kultclub von Familie Nürnberg in vierter Generation. Den Anfang macht Xbox-Profi Herbert 1953. Im Anschluss übernimmt Jörn Senior die Kiez-Kaschemme. Danach haben seine Söhne Jörn und Sascha das Sagen. Zwei Urgesteine, die sich durchboxen, nicht nur mit Worten. Heute steht Marco hinterm Tresen, der jüngste Spross aus der Dynastie Nürnberg. Eine Sekunde dachte ich, das war Otto, nur so nebenbei. Mehr Geschichte geht nicht und mehr Party auch nicht. Seit 1953. 7 Uhr früher Abend. Eine Frauengruppe aus dem Ruhrpott hat den Laden erobert. Eigentlich wollten die Damen nur ein Bier trinken. Runter geht es nicht ohne fremde Hilfe. Das muss ich machen. Musste einmal probieren. Es war ihr erster Stangentanz. Ja. Jungs, das könnte. Ihr wisst, das ist eine Mutti, ne? Danke, Ronster Wars, für die 104 übrigens. Ja, logisch. Die Stangentänzerin und. Warum ist sie alles zensiert? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ihre Freundinnen sind das erste Mal im goldenen Handschuh. Das Bier längst vergessen. Mit ein paar kurzen fährt man besser. Ist eine Omi? Ist nicht jede Omi auch immer Mama gewesen? Safe. Santa Maria! Fast jede. Ich warte gar nicht, weg damit. Und dann ist da noch der Herr im gelben Shirt. Wo ist der nette Herr im gelben Shirt, Alter? San Diego, United States. Für das Damenkränzchen offenbar ein echter Hingucker. Ich möchte gerne mit dir fotografiert werden, aber ohne Hemd. Wow. Jungs, das ist ein bisschen zu heftig für das, was ich... Oh, ich muss mal reinkommen, wirklich. Okay, let's go. Darf ich das? Natürlich darf sie. Muss ich das geben? So eine Art Display von Kunst, oder? St. Pauli meets Ruhrpott. Ein Glück für alle. Ein ganz sympathisch. Ja. Hey. Und alles klar, ich habe eine Frage an euch. Wann war das letzte Mal IRL quasi, ich sag mal, saufen, okay? Im Sinne von, weil das ist ja mehr oder weniger saufen, was die da machen. Wann war das letzte Mal sozusagen auf so eine Art Kneipentour, ihr wisst schon, Chat, wo ihr so richtig mit euren Kumpels, ihr wisst schon, was ich sage, Samstag. Also quasi jetzt vor 2 Tagen oder so. Noch nie? Es ist schon lustig, Chat, versteh mich nicht falsch. Aber es kann schon ätzend sein, wenn man irgendwie so total besoffen irgendwo in der Öffentlichkeit ist und so und irgendwann wird es super spät und so oder super früh. Keine Ahnung, verlierst dein Portemonnaie? So ein Scheiß kann da passieren. Okay, was ich damit sagen möchte, ist, Chase ist ganz lustig, aber nicht so häufig. Oh shit, wie alt ist sie? Was denkt ihr, Chat? Chase, ist ein Quiz-Chat. Wie alt bist du? Ich kann nie mehr, ehrlich, ich bin wieder so toll hier. Ich bin einfach toll hier. Ehrlich. Aber wie alt bist du denn? Wir wollen ja weitergehen, ne? Aber wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ihr tätowierter Tanzpartner war dagegen nie weg. Seit 20 Jahren ist der Stammgast im Handschuh. Reich an Erfahrungen und... Pass auf, wenn ich dir sage, ich habe immer Knete wie nach hier. Immer Film, immer Knete. Ja, warte, kleiner Moment. Damit ich siehst, dass ich kein Spinner bin. Ich habe immer viel mit Geld zu tun. Ja, bin aber nicht arrogant. Kann jeder Alte finden, wenn ich das will.
Ich meine, Chat, ist schon so eine Art Live-Goal, oder? Quasi jeden Tag in der Kneipe zu sein mit Batzen. Vielleicht. Ah, oh, da bin ich doch nicht glücklich. Die Damen hat er heute sehr glücklich gemacht und schwer beeindruckt, auch mit seinem wilden Lebenslauf. Erzähl uns von deinem Lebenslauf. Die 90er, das war meine Zuhälterzeit. Und der schöne Klaus war mein Bruder, Imeke. Wir haben die schönsten Weiber hier gehabt. Die mag mich alle, die Weiber. Oh, ich will nicht. Ich bin alter Klaus, ich krieg gar keinen mehr hoch, Mann. Ja, so Buße. Hey, danke schön für die 66. Dass er mal ein großer Zuhälter auf dem Kiez war, ist ein bisschen geflunkert, aber im Grunde auch nicht so wichtig. Im Handschuh kann jeder sein, was er will. Und Fredi. Fredi gehört schon seit 60 Jahren zum Inventar. Ja, hallo erstmal. Wir haben uns übrigens ein Video über den schönen Klaus angeguckt, Chat, vor einer Woche oder so. Mama auf! Das ist doch schon auf! Ich war 21, danke, Trunks. Ich war so verbittert. Keine Liebe, nichts gekannt bei Hitler in Hain. Hat er gerade Hitler gesagt? Und dann komme ich ab St. Pauli hier rein in den Scheißladen hier. Und er war ja da in der Tresen hier, Herbert Nürnberg. Und Jungs, Alkohol ist wirklich eine Plage, ne? Nur so nebenbei. Und alle sagen, es ist quasi cool. Nur so nebenbei. Aber Gott, Alter, der Typ hat echt Probleme. Dieser Mann, eine Cola. Und dann gießt man eine Cola um. Ich sag, komm raus. Komm raus, ich hau dir ins Gehirn weg. Ich wusste gar nicht, dass er Boxer ist. Herbert Yo. Moin, Daniel. Mir auch, Maru. Danke, Maru, Mann. Bist die Beste. Prioritäten, Peter, danke für die 15 und schreibst, habt ihr schon Schreibstab überprüft? Das hat er geschrieben, das hab nicht ich gesagt. Trunks, danke für die 10. Okay, weiter. Nürnberg, Kneipengründer und Profiboxer im Leichtgewicht. Damals, in den 40er Jahren, als alles anfing. What the fuck ist das? Er wird der Boxer, okay. Ah, da ging eine Menge Geld drauf, Chat, für den Cut, so viel sicher. Seine Enkel Jörn und Sascha haben Opa Herbert noch selbst erlebt. Zwar nicht im Ring, dafür hinterm Tresen. Als Kinder waren sie voller Bewunderung für den schlagfertigen Großvater. Unser Vater war von der sportlichen Leistung unseres Opas sehr beeindruckt. Ich weiß von angeblich 6 deutschen Meisterschaften. 3-mal Europameisterschaft. Ich glaube sogar, er war schon, man hat damals Mannschaftsführer gesagt. Der Boxstaffel. Und dann war er geladen zu... Oh, Alter, was ein Crossover aus dem Nichts-Chat. Okay, meinetwegen. Tisch, die ganze Mannschaft war geladen und Adolf Hitler war da. Okay, wir gucken uns eine Dokumentation an. Nach 6 Minuten taucht Adolf Hitler auf. Okay. Ich glaube sogar Goebbels war da und dann war da... Könnt ihr das stomachen, Chat, oder sollen wir es skippen? Wie sieht's aus? Weil manche von euch kriegen vielleicht gerade einen Hasskick oder so. Das muss ich fragen, Chat. Wir haben 2023 und wir gucken uns auf Twitch-Chat. Wie sieht das aus? Das ist ein Einspieler sozusagen. Geht vielleicht 3 Minuten oder so. Das Essen zu Ende und dann ist ihm irgendwann Tage später per Brief mitgeteilt worden, dass er doch nicht in der olympischen Mannschaft Auswahl stattfindet. Man hat es nicht begründet, aber im Nachhinein, im Nachruf hat man da wohl gehört, er hatte schwarze, krause Locken. Und man hat damals gesagt, er sehe nicht arisch genug aus. Und das ist ihm genommen worden und das hat ihn arg aufgestoßen. Doch Herbert gibt nicht auf, kämpft sich durch bis ganz nach oben. Das ist ein cooler Tune im Hintergrund. Gleich kommt so aus It's Going Down. Und dann so ein Saxophon. Sind die damals tatsächlich mit der ganzen Mannschaft, war eine Europa-Auswahl, also überall die Besten aus Europa, sind rüber nach Amerika und damals noch mit dem Schiff. Haben die übergesetzt. Ziel sind die Golden Gloves, der Olymp für Amateurboxer. In der Zeit, 37, 38, Herbert Nürnberg fährt mit, weil das war für die Arsch klar, der bringt 2 Punkte. Also der hat seine Kämpfe, war für die fast 100%ig sicher, dass er sie gewinnt. Und Herbert wird sie nicht enttäuschen. Und
die Golden Globes, das ist wie so eine inoffizielle Weltmeisterschaft der Amateure. So, das sind die besten Amateure, die kriegen diese goldenen Handschuhe verliehen. Ich frage mich gerade, Chat, hat Boxen überhaupt noch irgendeinen Stellenwert in der modernen Zeit sozusagen? Schwierig nachzudenken. Bei diesen Turnieren in Kansas, ich glaube, ich kann niemand mehr Boxen, Chat, oder darüber redet. Diese richtig oldschool. Nach seiner Zeit als Boxer hat Herbert einen neuen Plan. Ein Frühlokal auf St. Pauli eröffnen. Dann hat er ein Laden angeboten bekommen in der Taubenstraße. Und das war eben der erste goldene Handschuh. Und das war 1953. Und ist nach seinem Feierabend, wenn er da Schluss gemacht hat... Moment, was soll ich skippen? Irgendwo ist Blut? Aber nicht jetzt, ne? 12, 1, halb 2. In diese Gaststätte, wo heute der goldene Handschuh drin ist, hin... Und diese Gaststätte wurde von einem älteren Ehepaar betrieben, die damals schon von irgendwelchen Leuten drangsaniert wurden. Und Opa Herbert, der war da ziemlich locker, hat gesagt, du pass mal auf, wenn die mal da sind, zeig mir die mal. Und dann hat er seine Suppe gegessen und dann kamen die tatsächlich rein und dann hat der Wirt gesagt, so würdet ihr bitte gehen. Und die haben sich nicht bewegt und dann war es wohl ein zu viel und da hatte zwei von den dreien ausgenockt. Knack, knack, weg. Das fanden die älteren Herrschaften so toll von ihm. Denen fiel von ein riesiger Stein vom Herz. Und dann haben sie gesagt, wenn sie den Laden mal abgeben, ob er Interesse daran hätte, dann hat er gesagt, sofort. Damit war der Grundstein gelegt. Und der Laden lief von Anfang an. Jeder Sportler kannte Herbert Nürnberg zur damaligen Zeit. Das heißt, er hatte ein gewisses Star-Image. Dann war noch mit seiner Menschlichkeit und mit seinem Laden, den er jetzt, und immer da, immer vor Ort. Heute würde man sagen, er war Influencer oder wie auch immer. Er hatte ganz viele Follower und like die this. Konnten ihn eben im Laden live treffen. Oh, jetzt kann ich mir das gut vorstellen, jetzt wo er diese Parallele gezogen hat. Wenn man sich das mal vorstellt, ein Heinz Rühmann war ein totaler Fan von ihm. Der immer, wenn er irgendwo geboxt hat und der die Zeit hatte, dann der Heinz Rühmann war ja auch nur so ein kleiner Mann. Der fand das unheimlich toll, dass er in seiner Größe so kräftig und sich so durchsetzen konnte. Für seinen Sieg in Chicago bekam Herbert goldene Handschuhe. Leider wurden die echten schon vor Jahrzehnten geklaut. Mies. Friedi könnte sie noch gesehen haben. Friedi ist der geilste Bock hier. Würdest du an der Stange tanzen? Ey, wie tanzt jeder an der Stange einmal, scheinbar. Noch am Tanzen am Tisch. Schau auch nicht jeder in das Alter, ne? Ah, das sind mehrere Stangen, fällt mir gerade auf. Oh boy, jetzt so gruselig, Jungs. Heute gab's Geld, deswegen kann der wieder weiter saufen. Direkt neben dem goldenen Handschuh liegt die Lucky Bar. Auch sie gehört seit rund 20 Jahren zum Familienbesitz der Nürnberger. Wild, Jungs. Hier führt Sascha die Geschäfte, sorgt dafür, dass der Nachschub nie ausgeht. Ein Fulltime-Job. Da sind jetzt erste Vorbereitungen für den Abend. Ja, freitags fängt das mittags schon immer an, dass man mal guckt, was brauche ich zum Wochenende. Dann macht man die erste Tour und dann mittags fahre ich dann irgendwie nach Hause. Und ja, mit dem Hund mal laufen oder mit meiner... Oh, Fischern. Fischern wieder. Wir sind zusammen. Okay. Seit Jahren. Große Liebe. Wir stehen auch gerne auf der Straße, ne? Nee. Nee? Okay. Ja, quatscht halt gerne. Gut siehst du wieder aus. Was hattest du? Oh, alles gut nachträglich. Hey, feels birthday, man. Mein Süßen, alles Gute, alles gut. Da gibt's noch einen Lütten heute. Aber nur Cola war es nicht, ne? Nee. Also gerade das offizielle Elbschloss-Keller-Merch an. Zack, Abfahrt. Ja, früher wäre ich durchgedreht oder hätte angefangen zu saufen. So eine Typen haben mich in den Ruin manchmal gebracht. Also in den Leberzirrhose-Ruin. Was hat dich bloß so ruiniert? Schon keiner ist wirklich, what the fuck, Alter, was, entweder er macht das Chat, weil er quasi jetzt einfach im Fernsehen sein will, oder er ist halt richtig zerstört, Mann. Hast du Harunen oder Harunen? Kann ich drüber lachen.
Also es gab wirklich Zeiten, wo ich noch aktiv am Tresen gearbeitet. Ich habe ja nun auch 25 Jahre im Goldenen Handschuh am Tresen. Da war er auch schon unterwegs. Und dann gab es Momente, wo du 3, 4 so eine Typen drin hattest, die gut unterwegs waren. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich halte das nicht aus. Eigentlich wollte ich nüchtern bleiben, aber heute saufe ich mir ein. Weil das kriegst du sonst nicht hin. 1901. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, Chad, dass wenn du quasi mit Leuten rumhängst, die alle besoffen sind, dass es echt schwer ist zu viben mit denen, wenn du selber nicht trinkst. Also ich fühle schon, was er sagt, Mann. 1990 hat Sascha das erste Mal hinterm Tresen gestanden. Er hat den Bauch gestreichelt. Das macht er heute nicht mehr. Ich habe drüben im Goldenen Handschuh an der Bar gearbeitet, nebenbei das hier betrieben. Das kannst du aber auch nicht auf Dauer machen, da arbeiten und dich hier so semi-professionell kümmern. Und dann habe ich vor, oh Gott, 5, 6 Jahre ist das, glaube ich, her, circa 5, 6 Jahre, waren mein Bruder und ich uns einig, dass ich mich voll hier reinhänge. Lucius. Wir hatten eine Kellerkneipe hier, die hatten wir immer verpachtet, weil uns ja das Grundstück und die Häuser gehören. Und Shadowclaw, dann bin ich 14. In Rente gegangen. Dankeschön. Das war früher Gaststätte Rodeo, ganz bekannt. Und den habe ich dann übernommen auch. Seitdem geht's rund im Hause Nürnberg. Oh no, mein Kaffee ist leer. What the fuck, Jungs? Okay, das waren what the fuck, Chat. An der Jukebox der Rockbar steht heute eine alte Bekannte. Jetzt macht Inge Musik oder was? Also da geht mein Geld rein oder was? Du leistest bei mir die Kohle, um hier die Musik zu machen, oder was? Ja, ich mach hier Musik und dann müssen wir einen Euro bringen. Ja, wunderbar, läuft. Ich würde mal sagen, was. Ja. Boah, nimm mal T-Rex. Was kostet das, Chad? Ich will die Preise sehen. Oh mein Gott, ich hasse so komische. Ich hasse es, Chad, wenn man quasi Geld eintauscht gegen irgendwelche Credits oder gegen irgendwelche Ingame-Währungen. Und damit quasi arbeiten muss. Welches Lied spielen wir ab, Chad? Blue Oyster Cult, Godzilla? Journey, Wheel in the Sky, Paradise Lost, Hollowland, Anathema, Make It Right, Three Colors Red, Beautiful Day, Whipping Boy, Twinkle. Ich habe Probleme, Chat, die Lieder zu erkennen, ganz ehrlich. Suicidal Tendencies. Hanoi Rocks, Up Around the Bend, das will ich hören. Nimm mal T-Rex auch nochmal, 1047, ich hab's gesehen. Und du hast dir Geld von Sascha gegeben, um hier Musik anzumachen? Nein. 4, 7. Von der Straße und würden das alles zusammen. So. Ist das Inge? Nur so nebenbei? Ich dachte erstmal ein Dude-Chat. No, also, verstehe mich falsch, ne? Aber ich glaube, es ist Inge. Warte, ich bin am Musikstand, der Rest will ich euch auch nichts sagen. 10 Jahre ist sie genau neben meinem Laden auf der Platte und manchmal hat sie auch 2 oder 3 Promille und ich weiß es ganz oft immer, drei was habe ich eigentlich geliehen. Und sie kommt jeden ersten in meinen Laden rein und weiß immer ganz genau, was sie sich geliehen hat. Sascha, du kriegst noch 45 Euro oder Sascha, du kriegst noch 55 Euro oder ich gebe dir 60 Euro. Jungs, eine Frage, ja? Wenn man quasi 3 Promille jeden Tag drin hat, Chat, sind das nicht unglaublich viele Kalorien, die man auch so zu sich nimmt? Also verstehe mich nicht falsch, Chat, aber die wird nicht dick, weil die sonst nichts isst. Ist das der Fall? Ich glaube nämlich ja. Das ist nämlich extra traurig. 5 Euro gut, das ist Inge. Das ist extra schlimm vor allen Dingen. Der goldene Handschuh, die Keimzelle des Promille-Starken. Zutritt unter 18 Jahren verboten, Raucherkneipe. Die Honkerstube, habe ich noch nie vorher gehört. Imperiums. Moin, moin. Naja, Wodka hat auch Kalorien-Shit, ne? Und meistens trinkt man ja Wodka mit irgendwas anderem zusammen. Also irgendeine Art von geschmacksübertönendes Mischgetränk, wisst ihr, was ich sage? Und dann kommt man relativ schnell, denke ich, auch auf Kalorien. Wenn man zum Beispiel Orangensaft oder sowas nimmt. Ist, glaube ich, eine beliebte Kombination. 2018 hatte Sascha hier seine letzte Schicht. Das Geheimnis hier. Als Alki trinkst du pur? Ja, zugegebenermaßen, Shit, vielleicht habe ich einfach nicht den richtigen Horizont, um quasi Alkoholiker zu verstehen. Aber ich weiß nicht, Chad, wann habt ihr das letzte Mal eine Schnapsflasche an euren Mund angesetzt und habt daraus getrunken? Also direkt daraus. Das ist absolut eklig, Chad. Da musst du wirklich Alkoholiker sein, wenn du das genießen kannst. Ja, das ist, das gehört zu jetzt unserem Haus. Stopp, Chad, stopp. Der Lieferanteneingang. Und hier gehen wir eigentlich immer rein und raus. Das ist Mario Hollywood, danke schön für die 20. Stahlhagel, danke für die 24. Weil durch den Handschuh Just PJ Fornau, danke für die 38. Dankeschön. Vor 10 Minuten, Jungs, Alter, hört auf, unter der Woche Schnaps zu saufen. Was ist los mit euch?
Heute Abend führt Neffe Marco das Regiment der anwesenden Trinksportgemeinschaft an. Ein Druckbetanker in vierter Generation. Das ist schon der Auto. Der Mann in Türkis ist heute offenbar schon länger da. Mike, mein Süßen, alles okay? Jo. Läutest du das Wochenende ein, oder wie? Wie sich das gehört. Mike arbeitet auf dem Bau. What? Dein Steam-Account wurde gerade gestohlen und das ist dir gerade erst aufgefallen? Oh boy, du weißt, was jetzt auf dich zukommt, ne? Viel Spaß, den Support anzuschreiben. Aber du kriegst deinen Account wieder, mach dir keine Sorgen. Hallo, richtiger Malocher und jeden Freitag, wie die Leute vom Bau sind, wird das Feierabendbier hier gesoffen. Dein Steam-Account wurde vor 2 Wochen geklaut und heute fällt dir das auf, Bro? What the fuck? Ich war da. Ja. Ich bin nur in Deutschland. Einer meiner ersten Streams, du kannst dich an eine Whiskyflasche erinnern? Habe ich daraus getrunken? Ja, Jungs, das war 2016, das war eine wildere Zeit, okay, was soll ich sagen? Ah ja, ich erinnere mich, an meinem ersten Streamchat hatte ich so eine Whiskyflasche und früher war das alles ein bisschen mehr Lack so von den Regeln her. Ich habe dann die Whiskyflasche genommen, habe die quasi auf meinen Mund angesetzt, ohne was zu trinken und habe die wieder abgesetzt, ja. Good old times, Chat. Bis er das konnte. Finger weg von der Tür, komm da hin. Wisst ihr jetzt, warum ich hier nicht mehr arbeite? Ah, ich vermisse Old Twitch, Chat, ganz ehrlich. Ah, ich vermisse Old Twitch. Okay, weiter. Das habe ich 25 Jahre gemacht. Entweder wirst du bekloppt oder Alkoholiker. Jetzt können das die jungen Wilden machen. Oh ja. Das will der Typ ja nicht immer. Also ich bin in 2 Minuten wieder da und dann trinken wir sowas von ein. Marco, mein Süßen, ich hau ab, ich halte das nicht aus. Kommt in solchen Dokus oft falsch rüber? Diese Leute rund um den Kultkneipen im Kiez sind dort akzeptiert und viel helfen sich untereinander. Vom Kneipenbetreiber bis zum Gast gibt viele gescheite Existenzen, die für die so eine Familie finden, schade, dass sie oft negativ dargestellt werden. Ja, irgendwo ist das sicherlich eine Gemeinschaft, ja? Aber es ist eine Gemeinschaft quasi, die sich gegenseitig enabled, ja? Es ist quasi eine Gemeinschaft, die gegenseitig quasi signalisiert, es ist völlig in Ordnung, jeden Tag zu saufen. Weißt du, was ich meine? Aber ja, im Endeffekt, wenn die nicht da saufen würden, würden die vermutlich zu Hause saufen oder auf der Straße. Also es ist besser, wenn die quasi irgendwo an einem sozialen Ort saufen. Ich verstehe, was du sagst. Ist Sascha weg, bekommt der Kellner Probleme. Und zwar mit Mike. Wo gibt's Ärger? Der Mike oder was? Lass mal, der ist schon. Geh du mal rein, ich kümmere mich um Mike. Mike, lass mal. Nein. Jetzt, ja, aber jetzt bist du ein bisschen. Ja, genau. Und das Gefährliche ist, genau, alles, was die verbindet, ist sozusagen der Alkohol, ne? Also im Sinne von, also in dem Moment, wo die zum Beispiel aufhören würden zu saufen, hätten die quasi keine gemeinsame Aktivität mehr. Ja, also saufen in dem Fall. So wie mit Kiffen-Chat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt oder so, aber wenn du quasi die ganze Zeit so mit so einer Kifferrunde abhängst, dann versuch mal aufzuhören mit irgendwas. Das ist ziemlich schwierig, weil das ist das, was die verbindet mit deiner Hängergruppe quasi. Rüber und dann. Wie? Ja, wenn du irgendwelche Biere greifst und die wegsäufst und die Gäste sich aufregen und die Kellner sich aufregen, ist da irgendwann Stress. Ich hab Geiles gemacht. Ja, ich weiß, du hast nie was gemacht, aber mach doch einfach jetzt ein Päuschen. Machst jetzt ein Päuschen oder gehst in Kneipe weiter. Das mach ich auch nicht. Ne? Ja, verstehe ich. Aber lass heute mal gut sein, Mike, bitte. Okay. Lass heute mal. Nur heute, morgen ist wieder alles beim Alten. Ich bringe dich leider nicht nach Hause, aber ich wünsche dir trotzdem guten Tag. Das Bier morgen geht auf mich 100%. 100%. Bis dann. Tschö. Dann geht er nach Hause, wenn das Bier morgen umsonst ist. Den kenne ich schon 20 Jahre, den Vogel. Der verliert irgendwann die Kontrolle und greift sich irgendwelche Biere. Der meint das gar nicht bösartig. Aber Leute, die sich gerade frische Biere bestellen, das ist ja nervig. Ja. Und dann hast du Stress für nichts und wieder nichts. So, und jetzt versucht deinen nächsten Laden, das wird natürlich nirgendwo mehr klappen. MyTV, Dankeschön, Bro. 54 Monate. Auf dem Hamburgerberg reiht sich eine Kneipe an die nächste. Mit ihrer 70-jährigen Geschichte halten die Nürnbergs aber den absoluten Rekord. Um kurz vor 10 gibt's dann schon wieder Stress. Ich frage mich vor allen Dingen, Chat, wie muss das sein, jeden Tag besoffen zu sein? Also wirklich jeden Tag schwer besoffen zu sein. Ich find quasi gelegentlich besoffen zu sein schon sehr anstrengend. Wie anstrengend muss erstmal quasi der Morgen sein, also das Aufstehen,
und du jeden Tag besoffen bist. Stell dir vor, du säufst jeden Tag, gehst pennen, wachst auf und hast immer noch dieses, ihr wisst schon, was ich meine, Gefühl. Und dann heißt es wieder, ja, direkt nachkippen. Und dann, das muss echt, das ist wie so eine Teufelsspirale. Hast du Ärger gehabt? Moin. Die sind bei der Roller gelaufen. Was ist denn ganz grobe Zusammenfassung? Was passiert? Ich weiß nicht, die sind reingekommen, haben sich gegenseitig angeschrien. Irgendwie ging es darum, dass der wohl sie geklatscht hat, aber ich habe das nicht mitbekommen. Das war jetzt sind aber jetzt weg, oder was? Ja. Noch ist die Situation unklar. Der eine saß ja hier in der Bar und die haben sich wohl bestritten und er hat einen Ohrfeige gehauen. Und dann halt sowas akzeptieren wir ja nicht, deswegen bin ich auch gleich rausgeworfen. Ne? Das warst du, oder was? Ja. Ungewollt, ja. Ungewollt. Was war denn? Weil ich bin eben erst gekommen, Schmiere kam und dann sagte nein, Alex... Ich war in Handschuh auf Toilette. Okay. So, und ich wollte auf die Frauentoilette. Achso, wann soll ich nochmal skippen, Chat? Was war die Uhrzeit? Könnt ihr mir nochmal den Timestamp schicken? Ja. Hab die Tür aufgerissen. So, und daraufhin hat dieser Typ, stand da ein Typ. Okay. Ich Dankeschön. Gemacht. Ich sag, sorry. Ich sag, aber die Männertoilette ist und. Ja, okay. So, und daraufhin, Diskussion. Okay. Und dann kam er mir immer näher. Ich sag, ey, ich sag, halt mal Abstand. Ja, normal. So, hat er bei mir aufgemacht. Okay. Und dann auf einmal klatscht er mir eine. Kanntest du den oder was? Ja, von La. Von, okay. So, und von was? Dann ging es sogar keine Klatschaktion, okay. Reaktion. Okay, ja, normal. So. Okay. Es war früher rauer, es war härter. Mein Bruder und ich haben uns mitgefetzt, wir hatten ja auch Bock da drauf. Also, wenn es geballert hat, ich war auch selber auch angesoffen, dann bin ich dazwischen gesprungen. Das war Training, das war Sparring, da hatten wir Lust zu. Da habe ich heute keine Lust mehr zu. Ja. Bin froh, wenn wir das hinkriegen, wenn das ruhig abläuft und wir sagen unseren Jungs... Ach so, ich verstehe. Quasi von, okay. Jungs auch bitte nicht fetzen, guter Türsteher, muss ich nicht schlagen, kriegst du das nicht verbal hin? Ich habe eine wirklich wichtige Frage, Chat, die hat aber wirklich wenig zu tun. Mit dem Video-Chat. Okay, ich habe eine Frage und zwar folgende. Warte. Guck mal hier. Jetzt sieht man das gerade nicht, weil die das, glaube ich, reinzieht, Chat. Aber hier ist ein Piercing. Seht ihr das? Ich habe eine Frage, Chat. Ist das quasi ein Hautimplantat? Ja, also ist da quasi eine Art Gewinde? Oder ist das durchgestochen, sodass es auf der anderen Seite festgeschraubt ist? Das ist eine wirklich wichtige Frage, Chat. Dankeschön übrigens, Marek, für die 101 Monate. Es ist cool, dass du so lange hier bist, mein Bester. Albert, danke für die 38. Gomse, Enigmana, Mighty, dankeschön für Unterstützung. Ebenfalls Jodel. Ich gucke gerade die alten Arma 3 Battle Royale. Ist gegengeschraubt? Von dir. Einfach beste Zeit. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit, Jodel. Dankeschön für den Szene. Zumindest ist es scheinbar festgeschraubt. Das kann ich auch so reinziehen in der nächsten Szene. Okay, weiter. So, Jungs, auch bitte. Da, jetzt wieder. Da, sie tut's gerade. Seht ihr, was ich meine? Der Türsteher muss ich nicht schlagen. Kriegst du das nicht verbal hin? Der goldene Handschuh ist eben kein Ponyhof, sondern eher der wilde Westen von St. Pauli. Für harte Jungs. So Jungs, folgendermaßen. Was zum Teufel passiert hier? Ja, ganz schnell. Ne? Ist das so hier auf dem Berg? Digga, soll ich jetzt lügen? Nein, ist so. Ich bin doch selber so. Wenn ich merke, so jemand da ist, da nehme ich sein Geld weg. So einfach geht das. Was? Hat er gerade zugegeben, dass er ein Dieb ist? Ein Räuber? Oder nicht? Brutal ist das Leben. Ist jetzt so. Früher war es schöner. Muss man sagen. Früher bist du reingegangen, da hast du da den Säufer getroffen, da den Alkoholiker, da den Zuhälter. War schön. Heutzutage triffst du leider, muss ich echt sagen, nur noch irgendwie Leute, die schnell ein Messer in den Rücken haben. Hat ein Rolls-Royce-Logo auf der Wange? Und das andere ist, was ist das hier für eine Zahl? Ich glaube, das heißt MM. M ist, glaube ich, 100? Ich bin nicht sicher. Nee, Centum ist 100. M ist 1000, glaube ich. Ich bin verwirrt. Dankeschön, Relight My Fire, für den T1er, Bro. Oh, das ist nett von dir, Bro. Herzlich willkommen. 2021? Ja, ne? Ich glaube, steht da wirklich, aber warum? Aber der Handschuh, der beste überhaupt. Das ist auch Tradition. Auch Inge legt Wert auf Tradition. Boah, wenn ich schon Inge sehe, Jungs, ne? Inge ist halt wirklich ein Mahnmal, Chat. Wirklich ein Mahnmal, was Alkohol mit dir macht. Ey, guck dir das an. Das ist wirklich nur... Komm, rate mal, warum sie die Sonnenbrille trägt, ha? Sicherlich nicht, weil die ihre Augen blenden. Einen schönen Abend. Mir geht's gut, Osho. Danke für die 39. Danke auch Chris Dragon, Young Scarecrow. Um Punkt 22:30 ist für sie Schicht im Schacht. So, Inge geht zu Bett. Inge geht zu Bett. Danke, Mr. Creed. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Wird einfach weiter gefeiert. An der Tür bekommt es Till gleich mit Krishan zu tun. Ganz viele, alle drin. Oh shit, da ist er. Du,
Was denn los? Mach den Scheiß im Keller, mach den Scheiß nicht bei uns. Was für ein Scheiß? Mach den Scheiß im Keller, mach den nicht bei uns. Was denn überhaupt? Lass uns sagen, das sieht noch schlimmer aus als bei Ihnen. Oh. Was der sich alles reinschmeißt, keine Ahnung. Ach so, der hat vermutlich irgendeine andere Art von Droge genommen quasi. Und deswegen soll er in den Keller gehen und das dort machen. Ich verstehe. Also eine andere Droge aus Alkohol. Ich tue da nichts. Also macht halt immer auf unheimlich aggressiv, aber eigentlich kriegst du den Also da wollte ich jetzt auch nicht zu lang. Entschuldigung. Ich meine, was soll das? Alle sind ein bisschen fertig. Zu der Kiezkneipe wie der Handschuh zum Namen. Für manche ist oder war sie sogar Ersatz zu Hause. Heinz kommt seit 40 Jahren. Ja, man sieht sich immer mal. Ja. Grüß aus Finnland. Schönen Grüß nach Finnland. Großartig schnacken am Wochenende ist wieso nicht die Zeit für. Und eigentlich bin ich auch nicht der große Schnacker, der ja auch nicht. Ne? Aber ich weiß, was er trinkt, das reicht. Schnacker. Mag das Wort? Ja, genau. Oh, Jungs, Alter. Guck ihn dir an. Jede Person in der Chat hat, glaube ich, ein Alkoholproblem, die da reingeht. Jede einzelne Person. Damit er ruhig schlafen kann, wenn er nach Hause geht. Genau. Und ab und zu mal von euch träume, ja. Im Hafen habe ich gearbeitet, so Schiffe beladen und entladen. Früher waren das noch mit Säcken und alles. Das ist ja heute nicht mehr. Heute sind nur noch Container. Und bin dann immer von dort aus hierher, ne, weil ich ja keine Bleibe hatte. Hab was getrunken, ist dann am Tisch eingeschlafen. Ne, dann nächsten Tag wieder arbeiten. Irgendwann wieder aufgewacht, dann guckt man auf die Uhr, ach, muss ja wieder los. Ne. Boah. Aber es hat einem keiner rausgeschmissen. So wie die mir das immer erzählt haben, ging das schon oben in Kugelbakel. Ja, Jungs, was ist das für ein Leben, Alter? Wenn du am Hafen arbeitest, du hast keine Bleibe, gehst in die Kneipe, säufst, bis du einpennst und am nächsten Morgen quasi Wasser am Tresen wieder auf und gehst wieder direkt zum Hafen, Alter. Und das irgendwie jahrelang. Los, wenn sie die gesehen haben, dann haben sie gesagt, oh, jetzt noch 6 bis 7 Stunden, dann sind wir in Hamburg und dann wurden die schon ein bisschen aufgeregt. Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburg begrüßen zu können. Dann haben die angelegt irgendwann und dann hat der Arsch gejuckt und als erstes Heuer einsacken und viele sogar mit dem Taxi ab zum Kiez. In Hamburg! In Hamburg! Na, der Kiez war durch. Stopp, wann muss ich mal skippen? Nicht jetzt, oder? Hafen nope, natürlich. Bei 33, glaube ich. Bunt, aber ich habe auch noch. Das ist eine lange Doku übrigens, eigentlich scheiße. Wir waren dann ein Vierteljahr auf See und dann waren sie 6 Wochen an Land und ein Vierteljahr auf See und die. Die ersten Wege waren, die hatten ihre Kneipen, aber auch eben im Handschuh kam der eine. Und das waren Urgesteine, das waren unheimliche Typen. Waren das. Und von denen gab es im Hafen jede Menge. Die kamen auch, ganz viele Hafenarbeiter sogar bei uns. Das waren auch immer Gangs. Gangs. Und auch die kamen tatsächlich mit ihren, die haben noch Lohntüten gekriegt. Ich glaube sogar einmal die Woche. Wisst ihr, was eine Lohntüte ist? Und die gleiche Sache habe ich übrigens auch mal gehört. Ich habe die gleiche Geschichte gehört. Eine Lohntüte ist quasi eine Tüte, wo im Bar dein Lohn drin ist, den du für die Miete bekommen hast. Ich hab so eine Geschichte gehört, Chat, im Altenheim bei meiner Oma, dass immer, wenn quasi der Mann von der Frau sozusagen die Lohntüte bekommen hat, musste die Lohntüte schnell einsacken, damit er nicht direkt in die Kneipe geht und die versäuft. Was auch immer jetzt. Weiter. Und haben dann direkt einen Gang in den Handschuh gemacht. So manches Mal sind die Frauen von denen dann gekommen und haben die abgefangen, bevor sie quasi das, was er erzählt, in den Hamburger Berg rein sind. Aber hier, sieh mal zu, ne? Also du kannst zwar in der Kneipe, aber erstmal wird hier ein bisschen was abgeladen. Auch wir müssen Haushalt, Kostgeld haben, Miete zahlen und. Also die Geschichten, die habe ich von meinem Großvater und von meinem Vater gehört. Auch die haben ja in Schicht gearbeitet, speziell viel im Hafen. Und auch da wussten sie, wenn sie morgens um 5 oder 6 Feierabend hatten, gab es eben 5, 6 Kneipen, die auch damals dann rund um die Uhr, die sie einfach immer besuchen konnten. In den 60er Jahren.
Chat, würde unser komplettes System sozusagen zusammenbrechen, wenn wir keinen Alkohol mehr hätten? Das hört sich so an, Chat, wie als wenn die dafür gearbeitet haben, um saufen zu gehen. Das würde ich sagen. Danke, Palt, Bro, für die 50 Monate. Snowwolf, danke für die 32. Creedy, danke für die 14. Oshokan, danke für die 39. Chris Dragon, dankeschön. Ich meine nur, Jungs, was zum Teufel, Alter. Ich meine, die haben wirklich gearbeitet, um dann morgens um 5 Uhr saufen zu gehen. Jahren zieht das Milieu die Maloche wie ein Magnet an. Auch viele, die selber auf St. Pauli gearbeitet haben, kamen speziell gerne in Handschuh. Und viele andere, die haben morgens um 4, spätestens um 5 zugemacht. Dann haben wir auch manchmal noch Lust, irgendwo noch einen Feierabend drin zu machen. Hey Bro, danke, dass du deine Lebenszeit opferst und hier bist. Viele in Handschuh gekommen. War schon Ausnahmezustand so ein bisschen. Ne? Also das ist halt keine Vorstadtkneipe da so, sondern wenn du auf dem Kiez eine Kneipe hattest, das ist schon eine ganz andere Welt für sich. Oh shit, warte, ich möchte nur mal kurz ihn sehen. Eieiei, schwierig einzuschätzen, der gute Mann. Ganz andere Welt für sich. Also, auch dieser hier, Chat, ne? Nur so nebenbei. Eieieiei. Ich will jetzt nicht sagen, rechtsfreier Raum, das nicht. Aber es war schon alles sehr tolerant da. Ne? Also, wenn da mal einer umgefallen ist und auf der Straße gepennt hat, dann hat man nur gesehen, atmet er noch oder muss man den vielleicht mal an der Seite so ein bisschen hoch, damit er nicht friert oder was weiß ich auch immer. Aber da hat sich nicht wahnsinnig viel den Kopf umgemacht. Ach, war das nicht eine schöne Zeit, Chat, als man so besoffen war, dass man fast im Stehen eingeschlafen ist auf der Straße? Gute Zeit. Wenn hier ein kleiner Mann mit dem Kinderwagen... Wisst ihr, wenn man das aufnehmen würde und sagen würde, die würden alle Fentanyl nehmen, Chat, dann wäre quasi der Aufschrei groß, so, oh mein Gott, was für ein Teufel, oh, was ein Ghetto, alle so süchtig. Aber wenn alle besoffen sind, ist alles in Ordnung, so. Das ist eine gute Erinnerung an früher. Papierblumen auf dem Kopf erscheinen. Dann wissen alle frühen und späten Zecher, dass ein alkoholisierter Magen nichts besser verträgt als einen schönen, fetten Aal. Was? Ein Aal? Alle Vögel sind schon da. Alle, alle, alle. Die große Freiheit. In Hamburg ist sie grenzenlos. Ein Gefühl, das bis heute überlebt hat. Ich hätte jetzt Bock auf einen Aal. Ich habe, glaube ich, noch nie Aal gegessen, Chat. Wie ist Aal? Auch im goldenen Handschuh wird gefeiert und getrunken, wie eh und je. Was stand da? Nochmal zurück. Da steht, ich zitiere, nur hier im goldenen Handschuh ficken und lecken je 1,90. Okay. Wie und je. Trotzdem ist der Laden schon lange nicht mehr rund um die Uhr geöffnet. Irgendwann muss auch mal klar Schiff gemacht werden, bevor der nächste Sturm kommt. Ja, die gute Spüle. Muss natürlich alles wieder fein sauber und frisch nach oben. Warum kennt ihr alle die Honkerstube, Chat? Erklär mir das. Was habt ihr gesehen? Hier fragt jemand, ob ich ein Video darüber gesehen habe. Oder den Film sogar. Ich nicht. Bonio, danke für 36 Monate übrigens. Das ist ziemlich nice von dir, Bro. Film? Keine Ahnung, welcher Film, Jungs. Habe ich nicht gesehen. Ne? Dazu gehören nun mal auch saubere Aschenbecher. Und sauberes Kaffeegeschirr und saubere Gläser und ausreichend Lappen und saubere Handtücher. Im Film auf Netflix? Das gehört alles dazu, ne? Also Sauberkeit ist uns hier wichtig. Okay. 2 Stunden zu am Tag, also nicht 24/7, sondern 22/7. Und das haben wir dann so beibehalten, weil wir gemerkt haben, hey, das ist ja irgendwie ganz geil, weil A, kriegst du den Laden mal richtig schön sauber und fein. Das heißt, wenn du um 18 Uhr den Laden betrittst, hast du auch diesen Effekt, Mensch, sieht ja irgendwie ganz ordentlich. Was? Fritz Honka ist ein Serienmörder gewesen und die haben die Stube nach ihm benannt, weil er dorthin gegangen ist, um Frauen sozusagen wegzulocken. Also es ist eine Art, also ist quasi sozusagen branded auf einen Serienmörder. So im Sinne von, hey, wenn du hier quasi trinken gehst, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Serienmörder dich in den Tod lockt. So eine Art. Wir sind stolz auf die Vergangenheit, dass der Honka hier Frauen entführt und getötet hat. Geht's darum? Okay, alles klar, weiter. Jose, hier bleibe ich vielleicht mal eine Stunde länger, ne? Und du kriegst auch mal ein paar Gäste an die Luft, die sich dann vielleicht auch überlegen, Mensch, vielleicht muss ich doch mal nach 20 Stunden feiern oder manche ja doch schon 2 Tage feiern. Doch mal nach Hause gehen. Und das tut ja, keine Sorge, wir sind 32 Minuten, und das kommt gleich, keine Sorge. Irgendwo das hat ja was mit Frankfurt zu tun. Hier. Sagt, Mensch, Leute, jetzt wirklich mal 16 Uhr alle raus. Doch die Verschnaufpause ist schnell vorbei, denn in 5 Minuten um 18 Uhr macht der Handschuh wieder auf. Ja, jetzt können wir alle nochmal eine qualmen. Na Jungs, jemand Schmach bekommen? Das sieht aber ganz schön, das sieht so aus, Chat, wie irgendwas, was du machst in deiner Freizeit, ne? Das ist aber schon schwierig, oder? Das so zu sehen. Das
ist richtig ekler Regenschein, ganz genau. Eklig. Bah, pfui. Eine Qualm in Ruhe und dann geht's in die Stadt. Ja, du hast gerade eine Antwort. An sich ist es eine Routine. Also hast du ja eben schon, Steffen ist jetzt 28 Jahre hier, ich bin 9 Jahre hier. Maxim ist jetzt auch schon ein bisschen hier. 2 Jahre. Es ist ja von sich so, jetzt ein Wochenende zu machen. Oder jetzt auch zu dritt jetzt am Wochenende zu arbeiten. Na klar, ist man bei jeder Schicht ein bisschen aufgeregt. Wir wissen ja auch, dass wir uns heute wahrscheinlich die Bude einrennen. Vielleicht jetzt nicht gleich um 6, aber dass das über den Abend schon dolle wird heute. Oder steht schon jemand draußen? Durchgesägte Tür. Früher war die immer auf, jetzt ist sie immer halb zu. Und bis hier ist eine Plexiglasscheibe, das ist auch wirklich, das ist unsere Schleuse, ne? Und da gibt's dann einen Summer an der Tür und dann kann Till sagen, ja, komm rein oder nicht. Oder einer von den Kollegen geht zur Tür, macht sie selber auf. Ja, guck mal, da ist sie schon ungeduldig. Sollen wir sie loslegen, oder was? Ja, jetzt fängt leider an zu klopfen. Ja. Du musst ein Stück nach hinten, ich krieg sonst die Tür nicht auf. Ja, siehst du, wenn du das weißt. Wollt ihr eigentlich nur? So, moin, komm Hallo, sagen wir doch ein schönes Wochenende wünschen. Aber jetzt, wenn wir schon mal da sind, kann ich auch ein Bier trinken. Man muss auch während der Öffnungszeiten geputzt werden. Unter anderem von Hans-Peter. Feuerwasser mache ich jetzt fertig. Okay. Wischwasser. Wischwasser. Okay. Jetzt gleich. Wo da einer hingekotzt hat, deswegen muss ich das wegmachen. Ja, sonst stinkt der ganze Laden ja danach. Früher war Hans-Peter Schausteller, bis er 2010 im Handschuh anfing. Und da ist die Kotze. Ah! Wer wegmacht, was andere hinterlassen, weiß, was hinter den Kulissen alles so abgeht. Die koksen überall. Die koksen sogar im Laden. Okay, Jungs, nächste Frage an euch. Ja? Wann war das letzte Mal, dass du dich übergeben hast, Bro? Erzähl mir davon. Manchmal sind sie mit 20 Mann da drin, aber da sagen die Kellner schon, dass sie da rausfliegen. Denn. Kondome immer, ja, aber die Zeiten sind vorbei. Gestern. Ja, ich kenne nur eins, Drogen und Handys. Eins von beiden. Was? Okay. Sex kennen die gar nicht mehr. Denk an TOS, ja, da wird gerade Kotz gezeigt, aber ausschließlich nur deswegen, weil er ja schließlich Reinigungskraft ist. Da muss man mal sehen, was er reinigt. Das ist ja nicht so, als wenn wir da einen Fokus aussetzen. Ja. Die Gäste lieben es trotzdem. Handschuh ist alles. Alles auf einmal. Ja, 32, keine Sorge, Chat. Guck mal, ich bin bereit. Es ist Therapie, es ist. Psychiatrie. Genau, das kannst du nur kranke Menschen. Hans-Peter sorgt für Ordnung. Auf dem Klo und in den Köpfen. Was haben wir denn jetzt vor? Welche Funktion haben wir denn heute? Es gibt kein Papier. Was geil gucken. Schlimm, heute gibt es kaum noch Kneipensex. Ja, was für ein Verlust, oder? Meine Güte. Ich baue mich alles ab. Ich stelle sogar Wasser ab. Kein Problem. Das ist meine Toilette und mein Laden hier. Ne? Ich arbeite hier. Check. Das sind alles die Kokskabinen. Nein, Scheiße tun sie ja nicht mehr. Was haben Frauen in der Männertoilette zu tun? Hoch. Ja, Koks gezogen natürlich. Haben wir nichts anderes zu tun. Ich hab doch gesagt, hier gibt's keinen Sex. Hier gibt's nur eins. Drogen oder Handys. Okay. Das geben wir, keine Sorge, ich bin eine Etage förmlich ready. Ist die Stimmung schon deutlich besser. Du kommst rein und du hast das Gefühl, du hast eine Familie. Das ist meine Familie. Das ist der absolute Abschaum. Ich liebe den Abschaum. Im Handschuh treffen Welten aufeinander. Und genau das ist das Besondere. Hier sind die Leute noch normal drauf. Die Stimmung ist außergewöhnlich. Auch wenn keine Touristen hier sind, ist es nett. Wenn Touristen hier sind, die machen Stimmung. So, Chat, in 10 Sekunden beginnt die Szene. Ich mach das so, Chat. Ich blende das Bild aus, ja? Ich guck mir das an und ihr könnt quasi meine unglaubliche Reaktion sehen, okay? Die Toilette ist super, die geilste Pissrinne der Welt. Mit gleich 4 Wasserfällen. Hast du das gesehen? Klaus, okay. Konstantin. Ich erkläre euch, was passiert, Chat. Jemand läuft durch den Laden. Ist Stammgast mehrmals die Woche. Geht jetzt auf Toilette, Chat. Das ist die Szene, die ich euch nicht zeigen darf. Ist der da? Okay, da ist jemand, der schwer alkoholisiert, Chat, und pisst in die Ecke. Da, wo kein Klo ist. Er pisst einfach in die Ecke, Chat. Ich zeige euch das kurz. Das ist keiner funny, ganz ehrlich. Ich meine, guck, nur so als. Okay, weiter.
Das war falsch. Okay, weiter. Hier läuft wenigstens das Wasser. Ich meine, es stinkt trotzdem bestialisch, aber im Berg 4, kennt ihr das? Ja. Da läuft nie das Wasser im Pissoir. Ich nehme da manchmal Wasser vom Waschbecken mit dem Glas und spüle ein paar Mal. Oh mein Gott, Jungs. Sonst gehst du ein, Alter. Ah, Jungs, man sieht jetzt die Pissrinne, wie all das ganze Urin durch die Pissrinne. Keine Sorge, in der Pissrinne liegen übrigens Klosteine, in den Abfluss fließt. Und der Abfluss ist sehr krustig, Chat. Ekelerregend krustig. Das geht tatsächlich aus und ich habe noch nicht... Da ist so ein Typ, Chat, der gleiche Typ, der in die Ecke pisst, der zeigt quasi, wie das Klo aussieht und hat so eine Art Roomtour fürs Klo. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, wo die Lichtschranke ist, wie die das machen. Okay, wir sehen Blut. Jetzt kommt der Teil, den ich euch nicht zeigen sollte. Überliegt Blut am Boden, Chat. Viel Blut, ganz ehrlich. What the fuck? Bluten vom Koksen, dafür ist es zu viel Blut. Da hat einer abgekriegt, schätze ich. So ein bisschen, das ist ja nur ein bisschen Blut. Der Mann philosophiert darüber, woher das Blut kommt. Wenn einer so auf die Fresse kriegt, vielleicht ist er auch gestolpert, war besoffen. So wird es gewesen sein, dass einer gestolpert. Der Mann hat gerade eben den Fall aufgeklärt. Ich glaube, das war's, Chat. Wir können wieder zeigen, was abgeht. Wir verlassen die Toilette, Chat, und die Szene ist die nächste, die wir sehen. Ich mache mich wieder ein bisschen kleiner. So. Ist es okay so? Ich glaube, ja. Dankeschön übrigens, Stöpsler, für die 28. Motzi für die 27. Notblue, danke für die 19. Bonnie, danke nochmal für die 36. Palt für die 50. Und ich hoffe, ich habe ihn übersehen. Dankeschön, Jungs, für die Unterstützung. Wir machen weiter. Hält Klaus Konstantin ein, dass er seine... Das ist der gleiche Typ von gerade eben, Chat. Der flitzt jetzt aus dem Klo raus. ...Bestellung vergessen hat. Mike, Bro, 12. Dankeschön, Mike. Ich laufe dir heute nicht die ganze Zeit hinterher. Nein, entschuldige, Gigi. Oh Mann. Schokomel, das geilste Getränk auf dem ganzen Kiez. Schokomel? Wie schmeckt das, Chat? Ich habe das schon mal gesehen, aber ich fand das sehr suspekt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Chat, wie schmeckt das? Schokomel? Das hört sich nach Schokolade an. Ist Schokoladenmilch oder so? Ist mega geil zum Kiffen, schreibt jemand. Ist zum geilsten Buff. Lass mich raten, das ist giga super süß, ha? Huh? Liegt's daran, da das so geil ist zum, wie ihr es gerade gesagt habt? Und dann war ich weg, als ich es mir geben wollte. Nein. Kellnerin Jacqueline. Ah, hier steht das nochmal mit Honka-Chat. Übrigens nur so nebenbei, Frauenkiller Honka. Zurück auf den Kiez. Wien kennt die Vorlieben ihrer Pappenheimer. Konstantin ist so ein typischer Schokoladentrinker tatsächlich. Ja. Wir haben die Schokomelle immer hinten im Lager. Und Konstantin versteht das sehr gut, einen 5 bis 8 Mal nach hinten zu schicken. Ich habe eine Frage, Chat. Ist der Stein hier rausgefallen oder warum fehlt hier was? Aber es sieht so aus, wie wenn es war. Eieiei, Jungs, ey, das ist mal ganz wild mit dem Piercing. Das hier, Chat, muss übrigens ein Implantat sein. Nur so nebenbei. Da ist ein Gewinde in deiner Haut, wo das reingeschraubt wird. Das ist nicht durchgestochen. Weil, wie willst du da durchstechen? Da ist so ein Wangenknochen hinter. Wild, Jungs, wild. Seine olle Schokolade zu holen, ne? Auch die und hier irgendwann oben. Ist man davon einfach genervt. Rund um die Reeperbahn sind schon manche Leben aus den Fugen geraten. Auch beim Schokoladentrinker läuft es nicht immer rund. Das ist Marc, der ist nett. Das mag der ist nett. Setz lieber die Brille auf. Das also ich habe eine bipolare Störung, was echt das Leben nicht gerade leichter macht. Na, ich schlafe fast nicht, bin ständig auf Achse, tue alles Mögliche, was man eigentlich normalerweise nicht tut. Meine Frau ist ausgezogen, weil ich ihr auf den Geist gegangen bin. Mit unserer kleinen Tochter, die drei erwachsenen Töchter, die wir gemeinsam haben, sprechen nicht mehr mit mir im Moment. Ich habe Schulden gemacht, Katastrophe. Fast ein halbes Jahr, so lange hatte ich das noch nie. Depressionen, ja, auch schon mal 2 Jahre. Aber egal, jetzt geht's mir wieder gut. Daniel stark, Bro. Ist der Stiefbruder von Geschäftsführer Marco und sowas wie seine rechte Hand. Zusammen sind sie die 4. Generation. Die Anfänge hinterm Tresen gewöhnungsbedürftig. Ich bin jetzt 12 Jahre hier. Was anderes arbeiten oder so? Nee. Ein, 2 Jahre hat das gedauert, damit ich langsam reingekommen bin. Und nach dem 3., 4. Jahr habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich angekommen. Und dann... weil ich sowas gar nicht kannte, so eine Leute zu bedienen und überhaupt Gastronomie und überhaupt Kneipe, Handschuhe. Ja? Ich wusste ja, was für Leute damals hier waren. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, lieber nicht. Du musst ja auch immer so sehen, wie die Leute mit einem umgehen. Du musst ja alles kennenlernen. Und wie gesagt, früher waren ja, vor 10 Jahren waren noch ganz andere Gäste hier. Es ist ja immer jünger geworden, da waren ältere Gäste hier. War nicht so einfach für mich. Heute weiß Daniel, welchen Ton er anschlagen muss.
Nackte Frauen an der Wand, bei 38,55. Dankeschön, Tirado, vielen lieben Dank. Reicht jetzt, ne? Eine Ansage reicht, Digga. Aber reicht doch eine Ansage oder nicht? Reicht, ne? Okay. Dann ist gut, Funta! MD7H. Dankeschön. Er hat ihn ins Gesicht gefasst, das mochte er jetzt nicht. 2,50 bitte. Guck dir die netten Leute an, die da alle sitzen, Chat. Er hier, der Typ davor, hier. Die sehen alle ziemlich happy aus. Aber deine Ansagen helfen, ne? Ja, sensible Leute heute unterwegs. Wann wer genug hat, schwer zu sagen. Zeit scheint hier ohnehin eine untergeordnete Rolle zu spielen. Ich ziehe ab und zu mal ein paar Tage durch, aber dann mache ich auch einen Break, weißt du? Wegen Arbeiten, mit dem Geld und hier. Das Normale, wenn ich Party mache, ist so heute noch 3, 4, vielleicht 5 Tage. Aber ich schlafe ja auch ab und zu mal. Nur... Nur noch 3, 4, 5 Tage wach. Nice. Aber hier oder was steht zu Hause? Ja, entweder da, im Keller oder im Herzschlagskeller ab und zu mal so. Kurz schlafen. Das sind ja so Stammgäste, die sind nicht nur einen Tag hier und auch keine 2 Tage hier. Nein, die sind 4, 5, 6 Tage hier. Und die werden dann irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Deswegen viele Nerven. Naja, irgendwann sind sie ja dann halt auch mal ein bisschen übermüdet, ne? Und dann werden sie halt anstrengend, ne? Aber viel getrunken und so weiter. Aber du kannst damit ja auch umgehen, oder? Ja, ja. Wie ist deine Taktik da? Kriegen sie Lack und dann sind sie ruhig. Was heißt das, Chat? Was heißt, kriegen sie Lack und sind ruhig? Alkohol? Deadramp, danke übrigens für die 3 Monate. Sehr nett von dir. Kommen so lange hierher, bis Alk, okay. Sie irgendwann selbst Teil der Geschichte werden. Boah, Jungs, ich finde diese, ich glaube, hier ist Zigarillos, oder? Ich finde die so räudig, Mann. Die stinken so richtig räudig. Zigaretten allgemein stinken schon eklig, aber die setzen da einen drauf, Chat. Die sind absolut... Mal vor fast 35 Jahren angekommen. Wir waren junge Männer, wollten hier ein paar Mädels aufreißen und sind wir in den ersten Laden sind wir hier reingestarkt, weil in die Puffs konnten wir damals nicht, das war einfach zu teuer. Und so habe ich hier den Honkerladen kennengelernt. Ne? Ah, ja. Und jetzt wird es gruselig. Okay, Chat. Für den Fall der Fälle, dass ihr ein seichtes Gemüt habt, Chat, schaut jetzt schnell weg, weil wir gucken uns jetzt quasi einen Mordfall an. Nicht jedermanns Sache, Chat. Fritz Honka, der Stammgast und Frauenmörder. In seiner Wohnung in der Zeissstraße in Hamburg-Altona spielt sich einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte ab. Lutz Jaffe ist damals Journalist. Das war ein ganz normaler Arbeitstag. 1975 im Juli, damals haben wir den Polizeifunk hier noch abgehört, hörten wir eben halt, dass... hier ein Feuer sei und Menschenleben in Gefahr. Und ich war damals junger Reporter bei der Morgenpost und wir kamen hierher. Reporter. Und die Feuerwehr eben hier schon vom Haus und es hat also im Dachstuhl gebrannt. Und irgendwann kam ein Feuerwehrmann runter und sagte, ich glaube, wir haben eine Leiche gefunden. Das riecht da so merkwürdig. Muss zensieren, Shit. Zu dem wegen der Leiche Zeitpunkt jetzt. Ahnt noch niemand, worauf die Männer gestoßen sind. Also auf den ja, Jungs, was wir jetzt sehen, ich versuche das mal zu beschreiben, okay? Aber wir sehen jetzt quasi eine Wohnung, sehr alt eingerichtet, Chat, und überall hängen Bilder von Frauen in Bikinis an der Wand. Bildern, die und überall ist Dreck. Die Polizei oder Vogelscheiße. Ist die Wohnung von innen zu. Die komplette Wohnung, Chat, ist mit. Okay, ich erkläre euch das, wie ich sehe, okay, Chat? Die ganze Wohnung ist mit Frauenbildern voll und wenn keine Frauenbilder da sind, sind Porzellanpuppen von Frauen da. Das ist keiner weird, Chat. Ich sag's euch, wie es ist, wirklich. Zu sehen und das war also fürchterlich. Okay, jetzt kann ich wieder zeigen, richtig? Okay, tut mir leid, Jungs, aber wir müssen aufpassen, ja? Ich verstehe das sicherlich. Aus, wenn man so will. Nicht? Es war alles total unordentlich und überall standen Flaschen rum und also Alkohol. Ich habe Angst, dass es nochmal kommt, Chad, ich bin auf dem Skip schon. Und es war also, wenn man so wie heute würde man sagen. Bis 40 sogar? Oh, okay, alles klar. Moment. Tut mir leid, Chad, tut mir leid, aber wir müssen es weiter so machen. So ging Richtung Messi-Wohnung. Statt der Feuerwehr kümmert sich jetzt die Kripo um die Sache. Und dann ich weiß nicht, ob es Toss ist oder nicht, aber ich will auf jeden Fall vorsichtig sein, Chat. Und ich möchte ja nicht, dass wir Probleme bekommen. Wurde es für uns als junge Reporter recht spannend.
Nicht? Was passiert hier oder was ist hier passiert? Man sieht jetzt eigentlich nur Bilderchat, wo haufenweise Leute auf der Straße stehen und sich angucken, warum es da gebrannt hat. Und dann haben sie eben hinter allen möglichen Verschlägen, unter dem Fußboden. Okay, wir sehen jetzt wieder die Wohnung, Chat, und das ist wirklich creepy. Ich sag's euch, wie es ist, Jungs. Ich zeige euch das mal kurz, ja. Das ist quasi der Verschlag. Ihr wisst, was da hinter der Tür passiert ist, Chat. An den Wänden und so weiter haben sie dann tatsächlich insgesamt 4 tote Frauen gefunden. Die Leichen wurden zerstückelt und in Gardinenstoff eingewickelt. Zum Teil lagen die Pakete mehrere Jahre in den Abseiten von Fritz Honkers Dachgeschosswohnung. Okay, aber jetzt kann ich euch gleich wieder zeigen. Das ist Fritz Honker Chat, nur nebenbei. Der Mann mit dem Durchblick. Wir wussten ja alle nicht, wie Herr Honker aussah. Und wir wussten auch damals noch gar nicht, wer Herr Honker überhaupt ist. Erst als er dann in den Peterwagen stieg, da klickte es natürlich im Balkon, dass wir gesagt haben, der ist es. Und im Nu, also wirklich im Nu, hat sich da eine riesige Menschentraube gebildet. Über Nacht kennt jeder in Deutschland den Namen Honker und weiß alles über seine schrecklichen Taten und seine wehrlosen Opfer. Also Fritz Honker hat sich diese Frauen aus diesem randständigen Milieu gesucht, die also auch keine Verwandten oder Freunde oder was auch immer hatten, nicht vermisst worden sind. Speziell auf St. Pauli, unter anderem natürlich auch im Goldenen Handschuh. Und so schafft es die Kiezkaschemme sogar ins Kino. Regisseur Fatih Akin verfilmt den Fall, baut die... Ich glaube, das ist genau das, was ihr die ganze Zeit meintet, oder? Das ist der Film, über den wir gesprochen haben, wo ihr meintet, guckt ihr mal auf Netflix an. Kneipe für den Dreh original nach. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Hat jemand was dagegen einzuwenden, wenn ich mich ein Minütchen dazusetzen tue? Oh boy, der Dialekt. Freddy Fascher war zu Honkers Zeiten Kellner im Goldenen Handschuh. An den damaligen Stammgast kann sich der heute 80-Jährige noch gut erinnern. Auch weil Nachtwächter Honker sehr spendabel war. Ja, hier war der Tisch aber so lang und hier saß er. Und hier saßen die anderen ganzen Hühner, die er da, 4, 5 Stück. Ach so, Frau. Und hatten die Beine auf die Tische und auf die Stühle und ja, ich habe bedient. Ich sag, Honker, geh noch mal eine Runde aus. Ja, ich hab schon Äpfel bestellt, sagt er. Da kannst du überall mal Korn drin schütten. Ja. Und dann kam der Keller. Ich hörte mit der gut gelacht. Und gab die Teller. Und dann mit Erbsensuppe und dann Korn reingeschüttet. Ah, die gute Kornerbsensuppe. Biele, Biele ist da. Oh Mann. Hey, Biele. Das ist ja eine Freude. Was willst du denn trinken? Eine Runde auf mich? Ja. Das ist mal eine Ansage. Der Gnade von den Danke, Honker. Honker gab es immer einen Stuhl. Da gab es immer. Besseren Gast kann man ja gar nicht kriegen. Auch ich habe aufgepasst, dass er nicht wieder rausgeht oder woanders hingeht. Weil das Geld war immer. Ne? Na, kommt die mal. Wenn ihr jetzt schon Freunde sucht, müsst ihr einfach nur viele Runden ausgeben. Danke, Matmo, für den Resub. Mason, Deadramp und natürlich Frankie fucking Fourfingers. Like always, bro. Ich liebe dich. Du, Oschi, willst du noch was trinken? Er würde dir gerne was ausgeben. Jungs, guck dir mal die Preise an. Bei einer Cola 60 Cent würde ich auch eine Runde ausgeben. Oder ein Rum 60 Cent. Ein Whisky 90 Cent, Rum 60 Cent. Wir trinken heute alle Rum, Chat. Auf meine Kosten. Fide. Und er wollte eine Hanekorbe über den. Fände ich sogar. Oh, dann erst recht auf meine Kosten. Durch das Ausgeben. Ne? Und dann hat er sie wohl im Gespräch, also wenn sie müde waren, könnte er bei mir mal schlafen oder so. Oh, oh. Und die eine mal mitgenommen und dann die andere. Und kann ich dann wieder. Oh, oh. Hilf mir auch noch. Wohin? Was für mir? Ich hab schon noch gar nicht aus. Ist doch nicht schlimm, ich hab immer noch genug zu trinken. Los. Oh, da passiert eine Menge Kram in der Kneipe. Die Frauen, die Honker abschleppt, sind gescheiterte Existenzen. Gelegenheitsprostituierte, Trinkerinnen. Niemand hat sie vermisst. Also Honker ist dann hier mit ihnen hoch und hat dann eben sie unter Alkohol gesetzt. Und wenn sie nicht wollten, was er gemacht hat, dann hat er sie getötet. Und hat sie dann eben auch zerstückelt. What the fuck, Mann? Wofür waren die Pinsel? Nur so nebenbei, als wenn er... Was? Seinen Nachbarn ist nie etwas aufgefallen. Nur gerochen hat es komisch.
Ach ja. Ich habe ihn persönlich gekannt, mal so als Nachbar. Mit dem, also ca. 1,65 Meter, 68 groß. Mit schwarzem Ledermantel so lang. Und hat unwahrscheinlich lange Finger gehabt. Ja, die Finger sind schon gruselig. Das sind Gruselfinger, Chat. Irgendwas stimmt da nicht, wisst ihr, was ich meine? Sieht aus wie so ein, wie so Goblin-Hände oder so. Oder so Ogre-Hände oder so. Wisst ihr, was ich sage? Max Tower, danke für 45, du toller Mensch. Und Kassi, danke für die 39. Irgendwas stimmt nicht bei den Fingern, Chat. Das sieht nicht menschlich aus. So. Das sieht aus wie so, wisst ihr, so ein Zwischending, so ein Neandertaler-Finger oder so. Also der Wohnung hatte unwahrscheinlich gestunken und der Hunger hatte als Antwort gegeben, hier kochen die also ausländische Mitbürger oder aus dem Balkan und die kochen immer so und deswegen stinkt auch hier die ganze Wohnung. 1998 interviewt Spiegel TV auch den damaligen Chef vom Goldenen Handschuh, Jörn Nürnberg, zu dem Fall. Er kannte Fritz Honka, den in der Kneipe alle nur Fiete nannten, gut. Dann hatte ich hier eine Putzfrau, die hin und wieder mal ausgeholfen hatte. Und die ist dann gekommen und hatte ein schickes Kleid, ein Paillettenkleid. Das Blaue ist sich bis heute nicht vergessen. Ich habe jetzt einen neuen Freund. Ich sag so, wollte jetzt einen Flex noch. Ich sag, dann pass mal auf, dass er den nicht unterbuttert. Oder? Drei Wochen später, was hey ich tue. Daniel, kleiner als Radio. Wow! Fiete Honka. Fiete Honka hat sie umgebracht. Mit einmal, Fiete wird verhaftet. Ich sag, da kann er von mir weiter. Fritz Honka wird 1976 vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gemacht. Der Vorwurf? Vierfacher Mord. Lutz Jaffe ist vor Ort. Das Gericht kam zu der Auffassung, dass Honka vermindert schuldfähig ist. Warum? Deswegen wurde er auch nur zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Einmal wegen Mordes und dreimal wegen Totschlags. Er kam dann eben auch nicht ins Gefängnis, sondern kam in das Haus 18 in Ochsenzoll. Das ist der sogenannte Maßregelvollzug, wo die Menschen untergebracht werden, die psychische Störungen haben. Er wurde vorzeitig entlassen und kam dann irgendwo an der Ostsee in ein Altenheim. Und dort bekam er auch eine neue Identität, weil sein Name natürlich bundesweit bekannt war. 1998 stirbt Honka mit 63 Jahren. Wohl an den Folgen seines Alkoholkonsums. Noch heute prangt sein Name als makabre Erinnerung über der Eingangstür. Ja, das ist wirklich makaber. Am Abend kommt Schauspieler Uwe Rode vorbei. Im Kinofilm spielte er Kneipengründer Herbert. Aber es ist ein Zufall. Hallo Herbert. Grüß dich. Hallo. Das ist Marco. Moin. Ich war gerade beim Dachern. Ja, mega der Zufall. Witzig. Ja. Zufall. Ja, ungewohnt, weil ich ja normalerweise hinter dem Tresen stehe. Oder vor mir, ja genau. Also, aber es ist nett, mal wieder hier zu sein. Ne? Der Handschuh nur echt mit liebevollen Kosenamen. Ja, mein Spitzname erster und zweiter Klasse. Was ist ein Spitzname erster Klasse? Doppelnorm. Soldaten Norbert. Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Korn Uschi, Nasen Ernie, Dornkart Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkart trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Max nur, weil er einen Max macht, wenn er betrunken ist. Die Vorbereitungen professionell, unprofessionell. Wir haben nicht lang zuvor, vor Beginn der Dreharbeiten, haben wir auch im Handschuh hier verbracht. So. Ich meine, das muss man nicht grundsätzlich, aber hier war das ja naheliegend, dass wir das mal hier im Handschuh auch mitmachen. Ein Großteil der Leute, die das erste Mal herkommen, dadurch getriggert. Einfach, ich habe das gesehen, ich muss das mal live sehen, ich will das mal spüren, mal riechen, mal da sein. So, ne? Sagt ja eigentlich jeder Zweite, der das erste Mal hier ist. Dass der Goldene Handschuh weit über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde, damit hat die Familie Nürnberg nicht gerechnet. Denn angefangen hat alles eigentlich ganz heimelig. Da haben die Kellner früher ein Süppchen oder Frikadellen oder so auf so ein Bonbuch aufgeschrieben. Dann wurde der Bon da reingelegt, dann wurde der Fahrstuhl runtergelassen. Zack. Aber wie nennt sich diese Aufzüge, Chat? Ich erinnere mich daran. Irgendwas super alte Erinnerung als Kind. Eine Klingel, die ist leider nicht mehr da und dann wurde geklingelt. Und dann wusste so ein Speisenaufzug oder so. Aha, da liegt ein Bon drin, jetzt muss was zu essen gemacht werden. Ja.
Eine Etage tiefer im Keller wurden einfache Gerichte. Paternoster, irgendwie sowas, genau. Das ist im Übrigen der Herd. Achso, übrigens, was ich sagen wollte, ich habe den Gedanken verloren vor 3 Minuten oder so. Hey Daniel, du hilfst sehr vielen Menschen in schwere Zeiten. Ich wollte dir mal danken. Dankeschön, Mike, auch und dich, Bro. Sicky Jackson, dankeschön für die 2. Ja, Jungs, falls ihr gerade eine schöne Zeit durchmacht, Jungs, lehnt euch weit zurück und entspannt einfach. Berühmte Ochsen. Nur für den Moment. Gemacht, da wurde ein Stück warm und die ganzen Speisen, die hier, die wurden auf dem Herd. Der hatte ein paar Flammen, das war Gas. Und schöne Wodkaflasche. Wurde alles hier zubereitet. Und dann kam Ende der 50er Jahre, 59, unser Vater dazu. Und dann unsere Mutter, die hat auch hier mitgearbeitet tatsächlich. Und dann kam das auch, dass sie gesagt haben, Mensch, da ist ja noch Potenzial. Du machst immer mittags um 12 zu 1 und da sind noch so viele Gäste. Dankeschön, Ole, Bro. Lass uns doch mal eine Taschschicht dranhängen. Und so kam das dann, dass sie dann erst am Tag bis abends und dann haben sie gesagt, na, warum denn abends? Abends muss man ja auch noch was haben. Dann haben sie eben eine Schicht von 10 bis abends um 7, dann von 7 bis morgens um 4. Und dann von um 4 bis wieder dann ging das 24 Stunden. Direkt hinter der Kneipe wurde gewohnt. Gewohnt. Ja, also jetzt kommen wir in den Bereich, wo tatsächlich... Dankeschön, Fopsi. Dankeschön, Sneaky Boy. Ende der 50er, Anfang der 60er unsere Eltern mit mir hier gelebt haben. Und das war hinten, wo jetzt Kunstchat. Die Dachtoilen sind. Das war deren Schlafzimmer. Wo heute das Getränkelager ist, war früher das Wohnzimmer. Das war der Raum, in dem sie praktisch gelebt haben, unsere Eltern. Die waren arm, ja, na klar. So wie Ende 60er Jahre junge Leute, die waren alle arm. Da hatte keiner großartig was. Wir hatten kalt Wasser aus dem Wasserhahn in der Küche. Wir hatten ein Plumpsklo, was ich ganz fürchterlich fand. Das war für mich die Hölle. Und, eine Zinkwäsche, einmal als Wanne oder nee, so. Eine Zinkbadewanne, wo Modders mich dann einmal die Woche drin abgesäuft hat. Aber weißt du was? Ich hatte fast nie eine Erkältung. Ich war ganz krank. Du warst abgehärteter wahrscheinlich als heute. Also, unglaublich, wirklich. Ja, unglaublich, wirklich. Jahrzehnte später ist vieles anders. Geblieben ist der unstillbare Durst der Gäste und der Geschäftssinn der Familie Nürnberg. Hey, ich war schon seit über einem Jahr nicht mehr krank, Chat. Wow, unglaublich, oder? Aber das letzte Mal mit dieser C-Krankheit, als ich im Urlaub war. Ah, sogar fast 2 Jahre. Wow. Ich hasse es, krank zu sein. Oder so. Das ist so ein Männergesangsverein. Und die bringen uns hier heute ein bisschen Musik in die Straße. Bauen dafür jetzt hier draußen Tresen. Oder lügt jemand? Damit wir, denn die kommen mal locker so mit 80 bis 100 Mann. Das könnten wir im Laden gar nicht bewerkstelligen. Ein Schluckspecht ist bereits vor den Goldkehlchen da. Zu viel getankt, schon am Nachmittag. Eigentlich einen Krankenwagen anrufen. Ehrlich. Stell dir vor, du kannst dich ausparken, weil jemand vor deinem Auto liegt. Polizei, warum? Ich glaube nicht, dass sie was machen. Ja, aber einen Krankenwagen würde ich holen. Da wird schon ein Krankenwagen rufen. Vor unserer Kneipe, draußen auf der Straße, hier bei dem Parkbuch, liegt ein Mensch seit locker einer halben Stunde offensichtlich stark alkoholisiert. Das ist ja nicht so wunderbar, ne? Vielleicht sollte man sich da doch mal ein bisschen drum kümmern. Vor allem ist er nicht ansprechbar, ne? Also man hat ihn ja versucht wachzuschütteln. Und wenn das nicht geht, ist das einfach nicht gut, ne? Dann muss man sich das vielleicht mal angucken. Vielleicht muss er ein bisschen Hilfe haben. Ein bisschen Elotrans. Oh. Bis zum eigentlichen Event mit den Goldkehlchen sind es noch 2 Stunden. Ob der schlafende Mann mit Hut das noch erleben wird, ist fraglich. Er wartet bestimmt nur. Kommt jetzt erste Hilfe. Elotrans, was ist das? Moin. Getränke oder so? Mach mal die Augen auf. Moin. Ja, was ist los? Und dann die überraschende Spontanheilung. Weiß ich nicht, ob der noch, weil es ihm gut geht oder auch nicht. Aber es ist doch schön, wenn es ihm gut geht. Umso besser. Ich finde, kaum wieder auf den das Beinen, sieht aus, wenn es gut geht. Zumindest getränketechnisch in den Angriffsmodus über. Aber jetzt Power-Nap stehst du wieder. Ja. Powernap gemacht. Sowas von Powernap hingemacht. Okay, ja, nicht schlecht. Das ist ja gut. So. Ich habe eine Frage gestellt, was sind eigentlich Elektrolyte? Sorry, ich schreibe das die ganze Zeit. Elektrolyt, Elektrolytlösung. Aber was sind eigentlich Elektrolyte, Chat? Weiter. Hier so.
Darf ich einfach reingehen und mir ein Bier kaufen? Das darfst du, aber ich würde dir auch gerne ein Leitungswasser. Salz? Ah, check. Oh Gott, davon habe ich schon so viel heute getrunken. Ja, zu viel Leitungswasser, ne? Ey, so viel habe ich davon schon getrunken. Ja, das merkt man. 2,30. Ich nehme keine. 2,30? Was sagt der gerade? Es sah so aus, wenn er das Bier in die Hand nehmen will. So viel Leitungswasser, ne? Ey, so viele habe ich ja vorher schon getrunken. Ja, klar. Nimm mal wieder dein Bier. 2,30. Ich nehme keine Appa. Er nimmt keine Appa, Chat. Bier ist übrigens ein Downer, nur so nebenbei, Chat, wenn man es so betrachten möchte. Also so wie Speed und Cokes und sonst was. Ich nehme keine Appa. Ich feiere einfach mein Leben. Seine Trinkkumpane hatte er wohl kurz aus den Augen verloren. Ist ja so der Downer-Bro. Heute war ich nur auf der Holzentour unterwegs. Ey! Oh mein Gott, Chat. Oh. Ah, die kennen sich. Alter, ich habe gerade schon auf der Straße rumgelegen. Was? Und da kam schon ein Krankenwagen wegen mir. Warum? Weil die dachten, ich kack ab. Du bist doch nüchtern. Halbwegs. Heilige Scheiße. Goldene Handschuhe. Manche Leute. Da werden die Dosen wieder aufgefüllt, Chat. Sind mehr Macher als andere. Das ist keiner funny, ich bin ganz ehrlich. Ich bin. Das musst du erstmal bringen. Übrigens, eine sehr lustige Geschichte. Meine Freundin will gar nicht woanders hin, als auf den Kiez gehen. Mhm. Aber wo ist sie? Ist deine Freundin Nutte? Nein! Ach so! Nein, sie ist keine Nutte, aber sie hat trotzdem tierisch Bock auf den Kiez. Bock auf den Kiez. Den hatte auch Jörn Nürnberg, als hier vor 30 Jahren die Post abging. Ja, wir hatten hier fetzige Zeit. Ja, was ist das für ein Bier-Chat? Für was werben die da? Heißt es Edelbier oder so? Was ist das, Mann? Gott verdammt. Da haben wir das Geschäft und das war wirklich in erster Linie mein Bruder und ich. Holznädel? Achso. Mit Stammgästen über Wasser geredet. Die wilden 90er. 90er waren cool, Chat. Nur so nebenbei. Die Stammgäste damals sehr speziell, geradezu exotisch und auf jeden Fall durstig. Also war auch schon so ein Schmelztiegel für What the? Übrig gebliebene. War schon. Ne? War viel. Waren auch kleine Strolche und Banditen waren auch. Ne? Strolche, Banditen. Super sympathisch. Aber auch verlorene Seelen. Ja. Wir hatten ja auch viele Mädels da, die von ihren Männern verlassen wurden. Ältere Damen, wo man damals so gedacht hat, ich als junger Mann, die Omis und wie sie alle hießen, Korngisela und Kohlerumwaldtraut und alles kaputte, versoffene Existenzen. Feiern, abstürzen, 24-7. Das hat eine Eigendynamik angenommen. Nämlich genau in dem Moment, als in den 60er das zur 24-Stunden-Kneipe wurde, hat das eine Dynamik angenommen und wir haben es da hier so übernommen, ganz einfach. Das hat sich entwickelt. Cola Rumwaldtraut, Kornwieseler. Das brachte aber auch Ermüdungserscheinungen mit sich. Was ist dein Lieblingsgetränk, Bro? Wie würde man dich nennen? Was wäre dein Spitzname? Tja, ich muss zugeben, mir fällt kein Spitzname für mich ein. Leider. Also Nickerchen, Wasserwalter, Mann, Verhola, das ist, aber wenn die anfangen da zu wohnen, dann Tim, auch nicht, das ist keiner funny, Bro. Fritz Franzi. Dann hat er sich tatsächlich vorm goldenen Handschuh eine Matratze hingelegt, unter Wodka die Scheibe. Und hat wirklich auch Bettzeug und alles da gehabt. Hat morgens sein Bett gemacht, alles hingestellt oder die Matratze auch hochgeklappt. Dann ist er reingegangen, hat sich seine Biere reingegrillt, hat gefeiert, hat Party gemacht. Und wenn er wieder müde wurde, hat er sich draußen auf sein Bett hingelegt. Tschüss. Was ein Leben, Jungs. Da haben wir natürlich auch fürchterlich mit gefeiert. Und haben auch mega Spaß gehabt, keine Frage. Aber das war eine sehr im Nachhinein anstrengende Zeit. Ich war 25, Werner war um die 50. Hatte den Körperbau eines 25-jährigen durchtrainierten Supermackers und war ein kleiner Fanboy von mir. Werner wollte mich immer vernaschen. Und dann hatten wir eine junge Dame. What the fuck, Chad? Was ist das? Die beiden haben gewettet, dass sie ihn praktisch zur Erektion kriegt. Er hat gesagt, du kriegst mich nie im Leben zur Erektion. Und
Ja, die klassischen Erektionsspielchen, ha? Huh? Ja, du kriegst niemals mein primäres Geschlechtsorgan im erregierten Zustand. Maria hat bei ihm alles versucht, um ihn zur Erektion zu kriegen. Mit allem, was ihr zur Verfügung stand. Aber hat sie tatsächlich nicht geschafft. Und es war natürlich ein witziges Bild für die Leute so drumherum. Und ja, dann sollte ich das machen und dann habe ich gesagt, dankend abgelehnt. Weil er hatte gewonnen, Shit. Nur so nebenbei. Saufen, raufen, Frauen schöne Augen machen, das war mein Job. Und das habe ich geliebt, das hat Spaß gemacht. Da bin ich ganz ehrlich. Und dann bin ich aber wach geworden, als der Vorgänger das zum Verkauf angeboten hat. Und da habe ich gleich gesagt, so Leute, jetzt müssen wir einmal die Zähne zusammenbeißen und alles reinschmeißen und den ganzen Kram kaufen, weil ich wusste, damals war das schon abzusehen, dass sich der Immobilienmarkt, der ging so, das war noch zu D-Mark-Zeiten und da haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Seit 2001 gehören den Nürnbergs beide Gebäude und noch ein drittes im Hinterhof. Heute steht Marco an der Front. Eigentlich hatte er nach seinem BWL-Studium andere Karriere. BWL-Studium into Kneipe. Ich war Maxen Springer von der Mediengruppe. Ich war bei der Goldenen Kamera eine Zeit lang mit dem Orga-Team so ein bisschen unterwegs. Mein damaliger Chef hat das verantwortet. Also roter Teppich, Hollywood, Kontrast hier. Also mehr Hollywood. Kontrast geht, glaube ich, kaum. Aber es waren immer die zwei Herzen, ne? Also ich war immer diesem Laden verbunden. Und damit geht die Familienära in die nächste Runde. Das freut auch Niki. Wenn er nicht im Knast sitzt, sorgt er gern für Ordnung. Ja, wenn er nicht im Knast sitzt. Ja, Klassiker, ne? Ich meine, ständig. Wann war dir das letzte Mal im Knast, Chat? Ja. Niki kennt die Nürnberg seit Jahren. Es sieht echt aus wie jemand, Chat, der dir hart auf die Schnauze haut. Dankeschön, nämlich Chrome Murdoch, Zündkatze 86 und natürlich Mr. Fingers und Crazy Crafts for Research. Das ist voll nett von euch. Man schmeißt hier über Müll. Die Leute kommen da rein, die benehmen sich hier wie Sau. Die haben euch kaputt. Das sind die Schaden und traurig. Mal alles neu. Kannst du einfach mal wieder einbleiben? Scheiße. Ja, das ist nett. Der war auch lange weg. Der ist vor 6-8 Wochen wieder aufgetaucht und wurde mit großem Hallo begrüßt. Also alle mochten ihn, da dachte ich, oh, der ist bestimmt nett, wenn ihn alle mögen. Und dann, nachdem er mich ein paar Mal gekloppt hatte, sind wir Freunde geworden. Oh. Aber das hat er nicht böse gemeint. Du hast ja vorhin auch eine gelatscht gekriegt. Das macht er so aus Versehen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Liebesbeweis. Doch schon steht der nächste Streit an. Klaus, wenn wir uns sehen, haue ich hier auch aus Liebe auf die Schnauze. Nein, natürlich nicht. Hey Hugo, danke für die 33. Moritz, danke schon für die 26. Mr. Murdoch, 2. Konstantin hat einen Joint dabei. Was? Mach wieder, mach die Sonne. Das weg her. Mach das aus. Ist aus. Atmen, aus. Nein, du darfst ja nicht kiffen. Ich kiff doch nicht hier drin, das ist die ganze Zeit aus. Mach das nicht. Das ist die ganze Zeit aus. Ich schwöre, das ist die ganze Zeit. Ich schneide das jetzt am Morgen den Joint. Ich nehme das in die Hand, dann kannst du es draußen rauchen. Dann machst du nicht mehr weiter. Ich hab hier nicht geraucht. Du kiffst hier nicht im Laden. Kiff draußen, Ben. So, hör zu, Ruhe hier. Du marschierst nach da hinten und du kommst jetzt mit nach vorne und du kommst bei mir zum Lager. Wir gucken nach deiner Jacke. Drogen sind im Handschuh streng verboten. Mann, was ein Trip, ey. Holy shit, Jungs. Regera, danke schön für die 6 Monate übrigens. Das ist nett von dir. Ein bisschen Ordnung im Chaos muss sein. Ich hatte einen Joint in der Hand, der war aber seit einer Stunde aus. Ich rauch draußen, dann mache ich ihn aus, gehe wieder rein. Ich rauch nicht bei euch drin. Ich bin auch kein Arsch. Okay. Ehrlich. Okay. Das mache ich nur, wo es erlaubt ist, in Holland. In Coffeeshops. Dann ist in Ordnung. Ja, total. Mit Niki will sich hier niemand zurecht anlegen. Wer sein Strafregister kennt, weiß warum. Ja, ich hatte eigentlich mal Ärger. Weiß nicht warum, weil ich so bin, wie ich bin. Und dann haben wir gerade gemacht. Und so war das denn. Und, ich finde, Chat, ich meine es nicht böse, den steht schon im Gesicht geschrieben, dass du Stress suchst. Also, vielleicht bilde ich mir das nur ein. 4 bis 2,8 weil ich noch ein Jahr dazugekriegt hatte, weil ich 2 Polizisten hier ausgenockt habe. Ach so! Ach ja. Und so fing das an. Man hat mir vor. Ja, seine Nase sieht so aus, Chat, wie so eine French Bulldog-Nase. Das höre ich meine. So, als wenn er quasi da so richtig hart auf die Nase so oft einen drauf bekommen hat, dass sie so platt ist. 2,6 dann. 3 Zähne rausgeschlagen. What the? Und danach habe ich mich gerecht.
haben die Leute platt gemacht, alles safe, alles geregelt, haben wir den Schraf abgesessen. Und weil was die Utility ist, der Name, den ihr abgehört ist, Selbstversicht, Rache, und wenn es geplant ist. Und wäre es im Affekt nur gewesen, wär, hätte ich vielleicht Not behandeln können. Aber ich hab die so zerschlagen. Und ich versuche mein Leben jetzt neu aufzuholen. Bin auch gut dabei und Schritt für Schritt. Ne? Also ich gehe da nie wieder rein. Gute Arbeit, jo. Und irgendwann sind dann alle bunten Vögel vom Kiez da. Auch die Sexarbeiterinnen aus der Schmuckstraße. Machen deine Schuhe hier, ich will markieren. Also die beiden sind richtig schnuckelig. Ich sehe sie das erste Mal. Einmal kurz checken, Chat, ob meine Skip-Button ready ist. Er ist ready. Ja, goldene Handschuhe. Seid ihr öfter hier? Ja. Aber ich habe sie das erste Mal gesehen. Ich muss sagen, ganz toll, ganz toll. Die beiden sind treue Gäste. Mit der Trennung von Beruf und Freizeit nehmen sie es nicht so genau. Manchmal die Männer wollen mit uns ein bisschen Spaß haben, aber man muss nicht, ne? Also wir kommen hier nicht nur zum Ficken, sondern für ein bisschen Party haben. Ein bisschen trinken, Musik und den Namen. Work-Life-Balance mal ein bisschen anders. Kuss auf die Nuss MD. Boah, was ein Video, Chat, nur so nebenbei. Dankeschön, Erdnüsschen, für die 76. Das ist ziemlich nice von dir. Danke, White Wolf, für die 24. Das ist noch auch viel super nice von dir. Danke, Horik, Vano, Regera. Dankeschön, Jungs. Ihr seid nett zu mir heute. Kurz atmen und weiter. St. Pauli, Ende Juni. Heute wird gefeiert. Oh, der 70. Sommer. Geburtstag des Goldenen Handschuhs. Apropos Chat, es ist so kalt draußen. Hier liegt Schnee auf meinen Fenstern. Ich kann den Sommer nicht abwarten, wirklich. Danke für die Unterhaltung. Du hast gerade einen Zehner hier gedroppt, Bro. Danke, Kokolores Johnny, für die Großzügigkeit, Mann. Ungelogen, Alter. Und Schuh steht an. Hast ein Mädel oder hast ein, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn nass um halb eins. Das größte Geschenk bekommen die Gäste. Das Bier kostet nur einen Euro. Was? Die Stimmung? Prächtig. Nur ein Euro? Alles Gute zum Geburtstag. Das ist natürlich ein ganz besonderer Moment, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Frauen ist natürlich. Chat, ganz kurz, ich muss über die Torte reden, ja? Kennt ihr diese Art von Torten, die so gemacht sind, wie die Torte gemacht ist? Ich weiß nicht, wie das heißt, Chat, ne? Aber diese Masse, die da verwendet wird, um das so zu formen, Chat, hat keinen nicen Geschmack, ganz im Gegenteil. Das ist richtig, ich glaube, es heißt Fondant, wie ihr schreibt, oder Fondant oder so. Richtig, richtig uncool, Chat. Das ist cool für die Augen, aber uncool für den Mund und so. Ganz ehrlich sagen, Frauen ist natürlich mega. Und hoffen, dass es noch so weitergeht. Ne? Das sieht ja auf jeden Fall positiv aus hier. Ja, mega. Man kann gar nicht doller grinsen als jetzt gerade, glaube ich. Also das sind Gefühle, ja, das ist unbeschreiblich. Ne? Dass wir hier heute zusammen feiern können, dass ihr alle da seid, dass hier jeder gut drauf ist und jeder für uns hier auf Dienstagmittag, Nachmittag jetzt hier so gut drauf ist und dabei ist, ist für mich die größte Ehre. Freizeittänzer schneidet die Torte an. Freddy hält es nicht mehr auf den Plätzen. Am 11. Oktober wird er 86 Jahre alt, der Freddy. Hält durch! Oh shit, da verstohlene Blicke. 70 Jahre goldener Handschuh. Auch den Angestellten bietet die Kneipe eine Art Zuhause. Zum Geburtstag sind die Großeltern danke von Tresenmitarbeiter an Unterhaltung. Jungs, was ist los? Dankeschön für die großzügige Spende, Mr. Micro Machine. Danke, Mr. Raintix, für die Resubs. Ihr seid nett zu mir heute. Dankeschön, Jungs. Ihr seid immer nett zu mir. Till angereist. 45, Bro. Familienbesuch, ja. Also meine Großeltern oder auch die gesamte Familie kommen für mich tatsächlich wirklich, ob Sommerfest oder Weihnachtsfeiern oder kommt meine Familie hier wirklich über Jahre her. Also ich würde sagen, das ist ein Stück Hamburg, weil es gehört einfach mit dazu. Man muss nicht unbedingt auf den Piez gehen, aber so eine Kneipe zu haben, ist doch mal etwas Bürgerliches.
Man achtet nicht darauf, wie man aussieht. Was bedeutet das? Erklär mir das. Was ist etwas Bürgerliches? Ich verstehe nicht, was damit auszudrücken ist. Was ist bürgerlich? Man achtet nicht darauf, wer hier raus und rein geht, sondern man denkt daran. Meint die damit Deutsch oder was? Also eine deutsche Kneipe? Saufen? Ich weiß es auch nicht, Jungs. Normi? Normale Leute? Vielleicht? Gab Weihnachtsgeld kleiner als 3. Danke kurz gar nicht für die großzügige Spende, Chat. Dankeschön. Um ein Bierchen zu trinken in einer, ja, akustischen Atmosphäre, sag ich mal. Heute auch mit dabei Kultautor Heinz Strunk. Alle zufälligerweise sind immer irgendwelche Kultmenschen da, Chat, die alle da sind, wenn das Kamerateam da ist. Mit seinem Buch Der goldene Handschuh machte er die Kneipe berühmt. Berüchtigt war sie schon vorher. Ich finde das hier super und ich würde jetzt auch sagen, dass der goldene Handschuh, also meiner Kenntnis nach, in Deutschland absolut einmalig ist. Also auch ein riesen Unterschied zu allen anderen Kiezkneipen, wo dann irgendwie so die Fertigen einfach nur so, wo es einfach nur scheiße ist. Ja, es gibt das auch in schlecht. Es gibt den goldenen Handschuh auch in schlecht. Aber Namen, drop Namen. Aber das Original ist gut. 7 Jahrzehnte, eine Familie und inzwischen auch eine Legende. Zeit für eine Bilanz. Der Gastraum von Goldenen Handschuh ist und bleibt mein Wohnzimmer. Das ist ein Teil von mir. Der Goldene Handschuh ist für mich das prägendste Kapitel in meinem Leben und das kann mir keiner mehr nehmen. Das gleiche konnte ich auch über YouTube und Twitch und so weiter sagen. Und dass ihr da seid, Chat. Oh mein Gott, liebe ich euch. Der goldene Handschuh ist für mich der beste Job meines Lebens bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist halt nicht ein Job. Es ist jetzt mein Leben. Na dann, Prost. Auf die nächsten Cheers. 70 Jahre. Gutes Video? Ich fand, das war gut, Chat.